Hallöchen, willkommen zurück zu Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Und eventuell, ich guck mal, Pause, ja, guck mal, habe ich ein bisschen gelevelt. Ja, wir waren letztes Mal, glaube ich, irgendwas mit, waren wir auf unter 25? Nee, ich glaube, wir waren auf 26, 27, so, oder? Also, so ungefähr. Und jetzt sind wir auf 39. Ja, das mit Soran, nicht wundern, beim nächsten Level Up, wenn der ein Level Up hat, dann hat er wieder volles Leben. Das ist irgendwie ein Bug. Ich weiß nicht, warum das so ist. Der ist mir einmal verreckt beim Kämpfen. Also beim Grind, beim Level-Up-Grind ist er mir einmal verreckt. Und seitdem irgendwie... im Endeffekt, er ist mir nicht nur einmal verreckt, aber er ist jedes Mal, als er verreckt ist, merkwürdigerweise, ich weiß nicht, was das ist, ist er irgendwie... immer auf null Leben geblieben, hat im Kampf danach wieder mitgekämpft und erst mit einem Level Up hat er wieder volles Leben gehabt. Das ist ganz komisch gewesen. Ich hoffe mal, dass sich das irgendwann mal behebt. Weil ansonsten ist es halt so, dass wenn einer verreckt, ich den nicht mehr heilen kann. Weil das Ding ist nämlich, sobald... Also Soran ist verreckt, zack, hier sieht man ja, ist verreckt. Sag, nächsten Kampf, also wenn man den Kampf dann beendet, dann ist er wieder da. Nur mit null Leben. Und dann kämpft er trotzdem weiter. Das heißt, irgendwie, er hat, ja, sag ich mal, nur Leben, aber irgendwie doch Leben, weil er weiterkämpft. Das ist ganz strange. Und wenn ich ins Inventar gehe und versuche, ihn zu heilen, dann kommt die Fehlermeldung, dass dieses Gruppenmitglied im Moment das wohl nicht gebrauchen kann. Aber der hat doch nur Leben. Warum? Ich kann ihn nicht heilen. Also hat er jetzt nur Leben oder hat er volles Leben? Also es wird nur verbuggt angezeigt. Ich weiß das nicht. Das ist komplett strange. Irgendwie. Also nicht wundern. Das ist alles, hat irgendwie alles seine Richtigkeit. Ich wollte mich ja teleportieren. Zumindest habe ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen gelevelt. Wir sind gesehen 39. Das heißt also, wir können in der Story ein bisschen weiter voran. Also ziemlich weit voranschreiten, 39 ist schon echt hart. Das ist sogar noch weiter, als ich in meinem vorherigen Safe-Game, was ich aber nicht ganz durchgespielt habe und in Zwecke dieses Let's Play überschrieben habe. Das ist schon gar nicht schlecht. So, wir wollen aber jetzt Doge aufsuchen. Das ist ja jetzt unsere eigentliche primäre Aufgabe und das werden wir jetzt tun. Der ist im Casino, er ist scheinbar jemand, der gerne ein bisschen zockt. Na, oder auch nicht, denn, naja, doch, war mit sich alleine scheinbar. Excuse me? Sind Sie Herr Dogge? Immer schickt mich, oder schickt uns. Wir wollen fragen, ob Sie uns vielleicht bei etwas behilflich sein könnten. Haut ab. Crikey! Puh! Glaubt der Hudson... Der ist in seiner eigenen Welt. Flip! Was war das für ein Geräusch? Bauchknurren? Hat da wer Hunger? Keinen Hunger. Verdammt, ja! Ich bin hungrig. Verflucht hungrig sogar. Oh. Haben Sie nichts zu essen dabei? Ja, dann besorgen wir Ihnen was. Im Gegenzug hören Sie uns an, was wir zu sagen haben, ja? Einverstanden. Ihr nehmt das. Wer hält Knobloch oder so. Das Kochbuch. Ich will ein richtiges gutes Omelette essen. Das Rezept dafür findest du in diesem Buch. Hier in Goldorado findet man es nirgendwo, deswegen reizt es mich umso mehr. Bitte mach mir eines. Wenn du mir ein zufriedenstellendes Omelett bringst, hör ich dir zu. Solange du willst. Dafür sollen wir zurück nach Minneapolis fahren. Da können wir es kochen. Bieten wir Miauton um die Zubereitung. Bitten wir Miauton um die Zubereitung. Ja, das war schon so ein kleiner. Also im Endeffekt hätte man sich das auch denken können. Man hätte sich das auch denken können, dass man quasi dann zurück nach Minneapolis, schrecklicher Name eigentlich zum Aussprechen,
drücken muss, um das da zu kochen, aber gut. Alles klar. Ja, wir wollen das anpinnen, das ist wieder eine Nebenquest. Ja, ich sollte vielleicht auch mal ein paar Nebenquests annehmen. In hier Goldorado oder so. Dass man da mal so ein bisschen rumsneakt und mal so ein bisschen was annimmt. Aber das machen wir alles auch noch, wenn wir dann soweit sind und wir... Ich glaube, das kommt bald auch. Ah, nee. Nee, es dauert noch ein bisschen. Stimmt, da fehlt noch. Da müssen wir noch eine komplette Stadt durchmachen in der Story. Dann kommt das erst. Hm. Aber wenn es dann kommt, dann ist es sowieso so, dass wir dann nach Colorado dann wahrscheinlich gehen, dann alles hier schön festmäßige mitnehmen und dann einfach so viele Leute uns holen, bis wir dann genug haben. Ja, so wird das sein. So, wir bereiten jetzt ein Omelette zu. Dazu gehen wir einmal auf die Map, drücken Y, damit wir zum Minneapolis sofort zurückkommen. Holen uns da am besten auch schon mal alles ab, was zum Beispiel hier mit Geld und sowas zu tun hat, weil ich glaube, dass das Ganze jetzt voll ist, solange wie ich gegrindet habe. Ja, genau, guck mal, ist komplett voll. Das Lager merkwürdigerweise nicht, aber das ist egal. So, leeren. Gut. Aber wir können eigentlich nochmal, warte mal. Wir können eigentlich das Königreich nochmal ausbauen. Wir brauchen ja eine ganz bestimmte Anzahl an Gebäuden. Das ist ja eigentlich egal, was für Gebäude bauen. Wir bauen einfach mal das, was wir noch bauen können. Talent zuweisen. Ah, guck mal. Zack. Also bauen müssen wir da sowieso irgendwann alles, oder zumindest vieles, weil das sonst nicht weitergeht. Orang verbessert. Da packen wir jetzt mal keinen rein. Ich möchte mal gucken, haben wir die Küche eigentlich schon? Achso, das Magielabor, guck mal, ist fertig mit der Forschung. Können wir da eigentlich noch was weiteres forschen? Nee. Oh doch. Gibt doch hier auch eine... Bazaar. Haben wir schon... Genau, das Restaurant haben wir nämlich noch nicht. Das brauchen wir, glaube ich, auch dafür, um dann dieses Kochgedöns zu machen. Da will nämlich auch der... eine rein. Kann auch nur. Und somit haben wir auch das. Und dann können wir nämlich mit den beiden hier, ne? Ja, das wissen wir ja. Das sind die Leute, die das DLC starten. Das machen wir noch nicht. Thanks a lot. Na, Ihre Majestät, sieht doch. Dank eurer Bemühungen konnte ich ein richtiges Restaurant eröffnen. Jetzt habe ich mehr Platz für Küchengeräte und Zutaten. Das ist eine große Ansporn für mich. Vielen Dank für all eure Hilfe, Majestät. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch, der jetzt ist. Oh, ihr habt ja ein Kochbuch dabei. Krass. Wenn ihr wollt, bereite ich gleich etwas daraus zu. Was darf ich denn euch zu essen servieren? Ich koche? Nee, du kochst. Oder überkaufen? Achso, ich muss es erstmal kochen. Also, ich koche bedeutet einfach nur, ich wähle was aus, was er dann kocht oder so. Das ist ein bisschen komisch. Okay, aber wir sollen ja ein Omelette machen. Das heißt also, wir machen das. Und wir haben sogar die ganzen Sachen haben wir hier sogar. Also Erbsen, Möhren und ein Ei. Und im Endeffekt, sobald wir halt mehr Sachen, mehr Gebäude haben, wo man Rohstoffe quasi rausbekommt, dann kann man auch die ganzen Sachen immer wieder aus diesen Gebäuden rausziehen. Also im Endeffekt geht das schon, ne? Also brauchen auch nur eins, weil ich denke mal, dass mehr will da auch nicht haben. Take your time. So.
Haben wir das denn jetzt schon? Ich glaube, wir müssen das kaufen jetzt, ne? So. Take your time. See ya. Ja. Und jetzt haben wir es gemacht. Jetzt haben wir das Omelette. Und jetzt können wir eigentlich wieder zu Dorge zurück. Und ihm das geben. So einfach ist das. Da ist Eingang. Ivan! Ivan, schnell! Der Typ will sein Omelette, und zwar vorgestern. Ich habe zwei. Ich muss das gar nicht kaufen. Das eine Kochen hat gezählt, dass ich es zumindest einmal habe. Na gut, dann. Ja. Du übergibst das Omelette. Dieser Geruch. Ein luftiges Omelette, bitte sehr. Dieser sanfte. Oh, na, dieses sanfte, erhitzte, weiche Eigelb. Dieser herzhafte Geschmack, der alles übertrifft. Der steckt hinter diesem Werk. Ein Geschmacksfeuerwerk in meinem Mund. Und der zu diesem, dieser Hinterlist fähige Recken hebt in euren Königreich. Krasser Shit. Thanks. Ich habe lange nicht mehr so gut gegessen. Bitte verzeiht mir mein unhöfliches Benehmen von vorhin. Seit ich mir meinen Arm in Kampf verletzt habe, habe ich jegliche Lebenswillen verloren. Doch durch euer Essen habe ich neue Hoffnung geschöpft. Danke dafür. Oder dafür danke ich euch. Eher so, vielen Dank. Können wir dann über unseren Problem reden? Bitte? Yes. Aber natürlich. Leider bin ich keine Hilfe im aktiven Kampf, aber ich leihe euch mein Wissen, wo ich nur kann. Ihr sagtet, ihr wollt es mit der großen Räuberbande aufnehmen. Wie steht es um eure Kampfskraft? Ja, wir haben jeweils ein Schwert und einen Bogeneinheit. Das reicht vorne und hinten nicht. Na gut, ich bringe euch ein paar Tricks über das Militärwesen bei. Man sollte 4 verschiedene Einheiten dabei haben. Mit dieser Strategie hat sich unser Land früher gegen die Rebellen gewehrt. Aha. Also wenn man aber nicht die nötigen Einheiten dafür hat, kann diese Strategie nicht angewendet werden. Wie soll das also gehen? Unterschätzt mal die Stärke der Bewohner in Colorado nicht. Hier gibt es viele Leute, die in den Kriegskünsten bewandt sind. Langha und Husky zum Beispiel. Sagt ihnen, dass ich euch schicke. Dann werden sie sich euch anschließen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Die beiden haben jeweils gut ausgebildete Einheiten unter Befehl. Während für eure Truppen bestimmt ein Gewinn. Also dann, viel Glück. Jetzt liegt es an euch. Warten Sie, Herr Tocke. Möchten Sie sich nicht in unser Land niederlassen? Sie wären wirklich eine Bereicherung für unser Königreich. Ha, du kommst auf Ideen. Aber wenn ich auch weiteren so leckere Mahlzeiten Mahlzeiten vorgesetzt bekomme, warum nicht? Dafür werde ich sorgen. Und damit haben wir ihn. Zeit für Bewerbungsgespräche. Auf Dorges Empfehlungen kann man sich sicher verlassen. Ja, würde ich auch sagen. Machen wir dann mal. Und zwar können wir ja auch einfach unsere Teleporter-Action hier nutzen. Machen wir da hin. Und wir nehmen jetzt mal hier diese eine Quest schon mal an, die hier ist. Ist das die Oma hier? Nee, wer ist denn das? Der, die. Ich lese die Texte jetzt mal nicht vor, die Nebenquests eigentlich sagen.
Dann können wir das Video pausieren. Yes. Im Großen und Ganzen arbeitet die hier und wir können die im Endeffekt abwerben. Was das angeht. Mal kurz, vielleicht kann ich das sogar schon abschließen. LOL! Guck mal, ich kann die Quest sogar schon abschließen. Wir haben Nebenquests einfach mal so random gemacht. Hat funktioniert. Können ja auch mal gucken. Hier ist nämlich noch eine Nebenquest irgendwie. Kann ich nicht. Hier noch nicht. Logischerweise hier nicht. Hier oben. Hier, da. Machen wir mal gucken. Gucken wir mal, ob wir die irgendwie machen können. Yes. Oh. Oh, da kommt sie genau richtig. Bla bla bla. Excuse me. Gosh. Ich habe meine Lehren abgeschlossen, aber ich will mich irgendwo jetzt niederlassen oder was auch immer und ich. Also alles ganz spannend, aber ansonsten würde es zu lange dauern mit dem ganzen, ja, ich sag mal, mit dem ganzen Rumgelesen und so weiter und so fort. Dann müsste ich ja jede Nebenquest und jeden Preis hier vorlesen. Dann könnt ihr das Ganze mal pausieren. Dafür ist ja das Praktische an dem Video. 0 von 1. Ja, ich glaube, das werde ich nicht haben, ne? Nö, gut. Dann haben wir zumindest schon mal den Nebenquest angenommen, die ich aber nicht hab, nicht mal abschließen kann, weil ich das Zeug nicht habe. LOL, warte mal. Boah, nee. Warte, ich teleportiere mich nochmal zurück. Ich gehe gerade zu einem anderen Typen hin. Schon voll in die falsche Richtung gelaufen. Klappt ja super. Hier lang ist richtig. Nehmen wir die auch noch mal an hier. Excuse me. Freaky. Yes. Oh my goodness. Genau, die hier, diese, die verwechselt uns leider mit einem anderen. Und kommt davon nicht ab, dass ich doch ein ganz bestimmter Typ bin, aber das gar nicht bin und bla. Und sie will ihn gerne treffen, glaube ich. So war das doch. Oder will Hilfe von der jeweiligen Person, die wir gar nicht sind, aber machen das dann trotzdem. Das ist, glaube ich, die Quest hier, worum es geht. Und da müssen wir Gegner besiegen. Das heißt also im Endeffekt, ist es so, dass wir die natürlich logischerweise jetzt nicht sofort abschließen können, weil wir halt erstmal die besiegen müssen. So, hier haben wir einmal jemanden. Ich bin Husky. Ich bin Husky. Was? Weiblich. Ich bin Husky. Was willst du? Mein Preis für eine Jagd ist sehr teuer. Du willst mich anwerben? Wow! Du musst also wirklich verzweifelte Leute brauchen. Wirklich verzweifelte Leute brauchen. Nicht verzweifelte Leute, sondern verzweifelte Leute brauchen. Wenn du einfach Jäger wie mich für dein Militär anwirbst. Was sagst du? Dogge? Hat mich empfohlen? Na gut. Ich schulde ihm sowieso noch etwas. Aber ich habe eine Bitte, die du mir entgegenzug erfüllen musstest. Brauche dringend einen Wecker. Oh, zum Glück habe ich beim Grinden noch einen Wecker gefunden. Das heißt also, ich habe einen. Kannst mal sehen. So praktisch ist das. Also ich habe da auch diverse Truhen schon vorgeöffnet. Also da war zum Beispiel ein Wecker drin.
Willst du mir so einen besorgen? Ich zähle auf dich. Warum mir es nicht anzupinnen? Yeah. Wenn du mir einen Wecker bringst, dann sehe ich in dein Königreich. Eigentlich lasse ich mich nicht so einfach zu einem Umzug überreden. Aber wenn Dorge seine Pfoten im Spiel hat, dann ist es etwas anderes. Bitte schön, Wecker. Du gibst den Wecker. Hm. Du hast mir tatsächlich einen Wecker gebracht. Bin dir sehr verbunden. Du weißt gar nicht, wie schwer es mir fällt, morgens aufzuwachen. Jetzt kann ich in deinem Königreich leben, ohne morgens zu verschlafen. Es ist lange her, dass ich mit einer Truppe gekämpft habe. Ein Grund mehr, pünktlich zu sein. Ruf mich, wenn ich an der Front gebraucht werde. Beute, die mir vor die Flinte läuft, entkommt mir nicht mehr. So, haben wir sie. Das war doch schon mal ganz simpel. So, sind wir hier. Und hier ist auch gleich unser... Ja, sieht nicht so ganz militärisch aus, aber das hier ist der andere. Mit ihm werden wir in der nächsten Folge ein kleines Gespräch führen. Und wir wollen ihn natürlich auch anwerben. Mal gucken, was er will. Ob er vielleicht irgendwie auch will, dass wir ihm etwas bringen. Oder ob er vielleicht was töten, sag ich mal so. Wer weiß. Wenn wir beim nächsten Mal sehen, werde das speichern. Ja, Soran ist immer noch tot, aber lebendig. Ich verstehe das nicht. Das ist so strange. Das macht einfach keinen Sinn. Naja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.